Kollegen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Neustrelitz am Sonntag um 13.30 Uhr. Heute wird Nachmittag trainiert. Der Trainer wird sicher ein paar Eingangsworte finden und dann eure Fragen. Ja, Lasse Schlüter, wie berichtet, fällt er definitiv aus. Nach dem jetzigen Stand wird er der einzige Spieler sein. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Vitteritti hat ja einen grippalen Infekt gehabt, hat aber am Mittwoch komplett trainiert. Gestern rausgenommen worden. Es gibt jetzt keine Informationen, dass das heute Nachmittag nicht geht. Und bei Paul Germann war mehrere Pferdeküsse. Aber wir gehen davon aus, dass das auch kein Problem ist. Zumindest habe ich nicht die Informationen, dass das bedenklich für Sonntag wird. Wie gesagt, die anderen werden alle oder sind alle einsatzfähig. Bei Malte Karpstein haben wir uns entschieden, ihn am Samstag in der U19 spielen zu lassen, um A, weiter Spielpraxis zu bekommen, A, die Mannschaft zu stabilisieren, weil sie sehr unglücklich in Wolfsburg verloren haben. Die Tabellensituation mit 8 Punkten ja, schon ein Stück auch gefährlich ist und wir glauben schon, dass er ein wichtiger Bestandteil ist. Des Weiteren hat Roblek die Woche mittrainiert bei der ersten Mannschaft, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, werden wir verlängern, diese Einsatz, also die Trainingszeiten der ersten Mannschaft, haben wir aber auch gestern verabschiedet, um heute das Abschlusstraining der U19 zu machen, um wie gesagt auch am Samstag fit zu sein, um hoffentlich dann erfolgreich spielen zu können, weil er letzte Woche in Wolfsburg aufgrund auch grippalen Infekts nicht spielen konnte. Ja, das ist der Stand. Jetzt Ihre Eingangsworte gehalten, dass du spielst, dass er nicht spielen kann. Gibt es denn neue Erkenntnisse, was deine muskulären Probleme betrifft? Weil das ja vorher auch schon ein bisschen rätselhaft erschien. Ja, nach wie vor kompliziert. Es wurde ein MRT gemacht. Daraus wurde zwischen Ansatz und Sehne, Kniekehle, Riss. Es ist für mich nach wie vor nicht erklärbar, wo das passieren konnte oder passiert ist. Er ist in Jena, ich kann das jetzt nochmal chronologisch, hat er einen Sprint gemacht, hat gemerkt, dass der Muskel zumacht. Es ist aber nichts gerissen, es war keine Einblutung zu sehen. Dann sollte er eigentlich schon eine Woche später wieder eingegliedert werden. Da haben wir aber gesagt, nee, das Pokalspiel, dann können wir da eine Swap sehen. Ist darauf die Folgewoche vor dem Spiel gegen Fürstenwalde, hat der dienstags, mittwochs das komplette Programm. Und Donnerstag hat er dann wieder von dieser leichten Verhärtung gesprochen. Und jetzt wurde am Dienstag, glaube ich, ein MRT gemacht und da spricht man von einem Riss in der Sehne. Also es werden weitere Untersuchungen stattfinden. Das ist das, was ich bisher weiß. Und ja, für mich. Ich weiß nicht, wo das passieren sein sollte. Also wenn du da, wenn eine Sehne reißt, das sind höllische Schmerzen. Er hat keinen Druckschmerz, er hat keinen, beim exzentrischen Übungen hat er keine Probleme, aber die Radiologen und der Arzt sagen, der muss 4 bis 6 Wochen raus. Und da ist jetzt irgendwo, hoffen wir, dass wir da neue Erkenntnisse bekommen, dass es vielleicht reduziert werden kann oder vielleicht eine alte Geschichte war. Ich kann das nicht sagen. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ich kann auch keine Bilder lesen. Also MRT da. Das heißt, Herr Wulitz, dass es jetzt einen Befund gibt, der abgesichert ist und der Spieler also sozusagen frei von irgendwelchen Mutmaßungen, dass er sich möglicherweise da selbst was einbildet oder so, gibt es ja auch. Der Spieler, es gibt den Befund, ja, richtig, aber der Spieler gibt keinen Schmerz an. Wenn du die Sehne gerissen hast, kannst du nichts machen, kannst du zumindest keine exzentrische Übung machen, kannst keine Spannungsübung machen, er hat da keine Probleme und dieser Muskelstrang, der über den ganzen Oberschenkel hin sich gezogen hat, das ist gehoben. Und über das andere gab es nie irgendwelche Informationen, dass da irgendwas sein konnte.
Und deswegen ist das für mich nach wie vor, zumal ich kann das nur wiederholen, wir haben keinen Spieler mit muskulären Problemen. Ne? Also das ist ganz, ganz komisch, ganz, das ist ein Verlauf, den ich nicht so richtig für mich auch greifen kann. Aber das ist im Moment Stand der Dinge. Ich meine, wenn die Ärzte sagen, er darf nicht trainieren, tue ich den Teufel, dass sagen, ja, der sagt, er hat keine Schmerzen, aber diese Verantwortung, das geht ja auch dann noch um versicherungstechnische Sachen. Ne? Frau Blitz, es geht jetzt gegen die TSG Neustrelitz, eine Mannschaft, die ganz unten steht. Ist es vermessen zu erwarten, dass Ihre Mannschaft dahin geht und sagt, wir wollen unbedingt die 3 Punkte mit dem Cottbus nehmen? Nee, das ist nicht vermessen. Das ist auch ganz klar das Ziel. Aber das heißt aber, dass man auch da seine Hausaufgaben erfüllen muss. Fakt ist, dass sie in den letzten Spielen stabiler geworden sind. Wir haben sie jetzt gegen Berliner AK gesehen und auch bei Hertha. Haben jetzt gegenüber Berliner AK zu Hertha das System ein bisschen verändert, haben letzte Woche Fünferkette gespielt, ein bisschen kompakter, ein bisschen tiefer. Haben das sehr ordentlich gemacht, haben durch Standardsituationen sind sie in Rückstand geraten, sind sehr, sehr variabel, was Standardsituationen betrifft, haben auch schon mal im Spiel 3 Mann vorne gelassen. Ja, man sieht halt, dass sie schon versuchen, aus ihrer Situation rauszukommen. Der Präsident stärkt die Mannschaft und dem Trainerteam den Rücken, finde ich sehr bemerkenswert und sehr vorbildlich. Aber trotzdem, wir sind Favorit, wenn wir konzentriert sind, wenn wir laufstark sind, vor allen Dingen aber auch diszipliniert sind. Was man heutzutage immer braucht, ist ja auch jetzt keine Neuerkenntnis. Aber eine Wiederholung in den Aussagen, gute Organisation, dann erwarte ich ganz klar, dass wir da 3 Punkte mitnehmen, die uns dann aber auch, die wir auch brauchen. Ja. Aber wir wissen schon, dass das auch gefährlich ist, solche Spiele. Es könnte sein, dass ich was verpasst habe, aber ich erinnere mich, dass wir immer gehört haben, dass eine Zwischenbilanz gezogen werden soll hier im Hause, wenn 10 Spieltage vorbei sind. Wie stellt sich diese Zwischenbilanz denn jetzt aus der Sicht des Trainers dar? Ich bin aber jetzt zum ersten Mal wieder darauf angesprochen worden. Ja, schön. Ja, 19 Punkte, 1,9 im Schnitt. Defensive stabil bekommen nach den ersten Spielen. Nach wie vor zu wenig Ertrag, was die Tore betrifft. Trotzdem Entwicklung zu erkennen, aber noch nicht so, wie ich oder wir das gerne hätten. Unterm Strich kann man sagen, mit dem ganzen Wissen jetzt, wie die Regionalliga sich verhält, wie wir uns verhalten, zu wenig Punkte und zu wenig, ganz klar viel zu wenig Tore. Gegentore ist okay, sind wir auch, glaube ich, zweitbester. Erzielte Tore, gemessen der Torchancen, ist das eigentlich gar nicht erklärbar, aber wir sehen es Woche für Woche und müssen speziell in den Heimspielen zittern, kämpfen, dass wir dann überhaupt 3 Punkte holen. Das ist eigentlich, steht ja in keinem Verhältnis. Auch was Ballbesitzer. Was ich sagen kann, ist auch, fragen Sie mich aber bitte nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es und ich habe es schwarz auf weiß. Wir laufen unglaublich viel. Wir haben mehrere Spieler, die weit über 12 Kilometer laufen pro Spiel. Ja. Extrementwicklung. Der Durchschnitt weit über 110. Alles gut. Ja. Sprint ist besser geworden, noch nicht so, wie ich gerne hätte, aber das wird auch. Was nicht gut ist, ist die Verwertung der Torchancen. Umschaltspiel von Offensive in der Defensive geht nicht besser. Aber eben halt das, was den Fußball dann auch ausmacht, ne, diesen Kick. Ja. Gerade in dem Heimspiel bin ich völlig auf Ihre Seite, auf Eure Seite, müssen wir den Leuten mehr bieten. Wenn du am Montag, das ist eigentlich immer das Erste, was ich mache. Ja. Sowieso dann, wenn wir ein Heimspiel hatten, gucke ich immer, wie viele Zuschauer auf den anderen Plätzen waren.
Und dann habe ich das auch Montag unseren Jungs gesagt. Ja. Da musst du einfach unfassbar stolz sein. Aber dieser Stolz musst du ja natürlich auch dazu bringen, mit noch mehr Begeisterung Fußball spielen. Also was nochmal das Läuferische und dieser Willen ist alles da, ja. Aber dieser letzte, die letzte Gelassenheit, die letzte Dings-Mentalität, Sie wissen schon, was ich meine, vor dem Tor zu haben, ja. Dass die Leute sagen, ja gut, ich bin auf jeden Fall in 14 Tagen wieder dabei. So bist du immer wieder gezogen, passiert wieder dem Auswärtsspiel. Und das ist einfach, das nervt mich. Aber es liegt nicht daran, dass wir läuferisch oder so, im Gegenteil, das ist schon für Regionalliga top. Also da gibt es keine, da bin ich mir sicher, wird es nicht viele Mannschaften geben, die das toppen können. Und daraus musst du mehr Ertrag haben. Auswärts gelingt es uns oft. Aber zu Hause haben wir das dann halt mit 3x1-0 oder Pokal 3-0. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir halt in diesem ersten Heimspiel, nach vielen Diskussionen, wann hat man mal ein Heimspiel wieder gewonnen, so, wo wir so viele Torschancen liegen gelassen haben, ob das hätte ein, sagen wir mal, Türöffner sein können, das weiß ich nicht. Aber das ist mir auch dann zu weit weg. Fakt ist, dass es ja in den anderen Spielen die Möglichkeiten auch dafür gab. Ja, vielleicht nicht in dieser Vielzahl, aber genug Chancen, um höher diese Spiele zu gewinnen. Und darum geht es letztendlich auch. Das war jetzt eine Einschätzung der Qualität der eigenen Mannschaft. Offensichtlich ist es aber so, dass andere Mannschaften, die dort vorne mit rumturnen, ähnliche Eigenschaften haben. Wie sieht es denn mit dem Blick auf die Tabelle aus, bei dieser Zwischenbilanz jetzt nach 10 Spielen? Ja, zu wenig Punkte, habe ich ja gesagt. Waren mehr möglich. Ich will das auch nicht darauf schieben, dass wir nicht eingespielt waren. Wir haben am Anfang halt nicht erkannt, dass da auch schon mehr möglich war. Ja. Aber das sind dann schon auch Entwicklungsprozesse oder Kennenlernprozesse, ja, wie man vielleicht auch eine Mannschaft dann letztendlich am Ende des Tages begleiten muss. War ich da auch am Anfang sehr, sehr vorsichtig, um auch erstmal Leute kennenzulernen. Und der ein oder andere Spieler ist, müssen wir individuell dann noch ein bisschen stabilisieren. Aber insgesamt als Mannschaft müssen wenigstens, ich habe ja auch schon immer über diese 5 Punkte gesprochen, die und jetzt nerven die einfach. Ja. Die nerven, oder du musst dann aus meiner Sicht in dem Spiel, wo wir nicht nur optisch, auch von den Chancen her, dann zumindest hättest du in Jena gewinnen müssen. Dann wärst du 6 Punkte, wäre gut. Ansonsten sollten wir von Spiel zu Spiel gehen. Wichtig ist jetzt Sonntag, 3 Punkte mitzunehmen. Dann hätten wir aus 11 Spielen 22, einen Zweierschnitt. Kann man aber jetzt schon in der Tendenz ablesen, wird nicht reichen. Wir haben an 34 Spielen 68 Punkte, wo man nicht so weit gucken soll, aber ab und zu, wenn du mal so freie Minuten hast, dann überlegst du schon, was könnte am Ende oder was müsstest du haben. Du musst eben so auf 2,3, 2,4. Diese Möglichkeiten haben wir, aber dann musst du fast jedes Spiel jetzt gewinnen. Hat diese Mannschaft auch diesen Optimismus in sich, zu sagen, wir können da noch ranrücken? Also von dem Zusammenhalt und von dem Team-Esprit und von dem, was Laufwille und Laufeinsatz da ist, ja. Ja. Ob der Kader reicht, das kann ich nicht sagen. Also 18 Spieler ist so schmal. Da werde ich auch immer gefragt, wann, das habe ich aber auch dann letzte Woche schon versucht rüberzubringen. Müller, Cibora und alle Spieler, ja, da sage ich halt nochmal, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wir haben ja schon 4 Jugendspieler aus der U19 eigentlich eingebaut. Ich kann aber nichts dafür, dass sie sich einen Kreuzbandriss holen. Ja. Wir haben ja schon 4 eingebaut, ja, die eigentlich Stammspieler sind. Wir können ja nicht 8 aus der U19, die tolle Arbeit leisten, ja, die wirklich mit ihren Möglichkeiten unfassbar viel erreicht haben, nicht nur, dass sie im Pokalfinale waren, dass sie wieder aufgestiegen sind, die Klasse, aber 8 von Energie Cottbus aus der U19 als Stammspieler bei Energie Cottbus, und wir wollen in der Tabelle besser sein als jetzt, wie soll denn das gehen? Also dann würde das andere Vereine hätten das schon lange vorgemacht, weil da noch mehr Substanz im Nachwuchsbereich ist. Wie soll das gehen? Also, Die Diskussion, die ist einfach, die,
die bringt gar nichts. Im Gegenteil, sie schadet eigentlich, um die Spieler in Ruhe lernen zu entwickeln. Und letzte Nachfrage noch an die, nach den Spielern, die Langzeitverletzt sind, wie zum Beispiel Jonas Zickert, wie weit sind die? Sehr gut. Besser als damals nach der Operation vermutet. Da gibt es jetzt im November die letzte Untersuchung und dann, wenn das alles weiter so läuft, die Freigabe. Also der ist schon, kann auch schon laufen. Also das ist schon gesteigert, kann schon mehr machen, als eigentlich damals angenommen worden ist. Und bei Knechtel, der ist voll im Plan. Ich war zufällig, nämlich, ich weiß das deswegen so gut, weil ich war nämlich gestern mit beiden im Kraftraum. Aber nicht, dass ich sie trainiert habe, sie haben ihre Programme gemacht und ich wollte dann auch was für meinen Rücken machen. Nochmal eine Frage zum Spiel am Sonntag. Sie haben schon was zum Gegner gesagt. Energie ist sicherlich in der Favoritenrolle. Das war damals in Schönberg auch so. Glauben Sie, dass die Mannschaft inzwischen deutlich reifer geworden ist, um halt auch solche scheinbar klaren Situationen dann zu meistern? Nach Schönberg 7 Spiele, 6 gewonnen, 1 unentschieden, 1 Gegentor. Und das selbst vermasselt. Beim Spielstand von 7-0, glaube ich. Also, da bin ich mir sicher, dass wir wissen, dass wir nichts auf die leichte Schulter zu nehmen haben. Dass wir auch da in dem Spiel maximale Qualität auf den Platz bringen. Hoffentlich, da bin ich mir auch sicher, dass wir Torchancen uns erspielen werden, dass wir dann aber die auch nutzen, um dann am Ende auch als Sieger vom Platz gehen zu dürfen. Es war ja nicht so, dass wir in Schönberg keine Torchancen oder keine Situation uns erspielt haben. Es war einfach fahrlässig mit umgegangen. Was danach besser geworden ist, dass wir dann auch mehr, obwohl das im letzten Spiel, das habe ich ja nicht angemahnt, aber zumindest analysiert, haben wir auch im letzten Spiel wieder zu wenig aus der zweiten Reihe geschossen. Und das hatten wir vor dem Spiel in Fürstenwalde, die 5-6 Spiele, absolut mehr Torabschlüsse aus der zweiten Reihe. Und das war im letzten Spiel auch wieder ein Stück weniger. Aber das ist normal. Ich meine, wir können jetzt nicht sagen, jede Woche, das ist alles 100%. Also, das wird es auch nie geben. Aber das muss das Ziel sein. Herr Wollitz, ich würde nochmal zurückkommen wollen auf die eingangs geäußerten Merkmale, was Fitness und so weiter betrifft. Die erste Frage wäre, Sie hatten ja zu Recht moniert, dass hier in einem bestimmten Zeitraum keine Werte gemessen worden sind. Hat sich das jetzt verbessert? Ist man da mit Sportwissenschaft oder den jeweiligen Verantwortlichen auf dem entsprechenden Weg? Und die zweite Frage, Ihr Kollege Ralf Hasenhüttl hat auf Fragen, wieso denn dieses RB-Wunder, jetzt möglicherweise haben Sie das gesehen, gesagt, dass es ja nicht schadet bei RB, dass die Spieler laufen können, sicherlich etwas untertrieben. Ist das so auch Ihre Tendenz in der Richtung der Entwicklung der Mannschaft, dass man den Gegnern auch im Prinzip eine gewisse Übermacht an läuferischen und fitnesstechnischen Komponenten entgegengesetzt? Denn ich habe jetzt zwei Spiele von der RB mal komplett gesehen im Fernsehen. Das ist ja eine unfassbare Fitness, ähnlich wie damals Hoffenheim. Über Jahre entwickelt. Ja. Das System ist über Jahre entwickelt. Das soll auch, wir arbeiten ja auch mit der Uni Potsdam noch zusätzlich zusammen, mit dem Dr. René Kittel, Sportwissenschaftler, extrem, ist auch kein Geheimnis, ich hatte heute Morgen schon um 10 Uhr mit ihm Termin bis eben, musste das abbrechen, um da auch immer auf den neuesten Stand, wohlüberlegt, immer die Trainingswochen zu planen, möchte ich das noch ausgeprägter auf den Platz bringen, wie ich finde schon zwischendurch ist. Aber und auch noch offensichtlicher machen. Also wir ermitteln da jede Trainingseinheit. Wir ermitteln alles. Wir haben schon mehrere Tests gemacht, auch was Sprint, aber auch Sprungtests, Koordinationstests mit Ball, ohne Ball, um da alles zu erfassen. Und deswegen haben wir auch mittwochs, also jetzt diese Woche war es Mittwoch,
haben wir Mittwoch wieder in zwei Gruppen gearbeitet. Einmal war es diese Sprintgruppe, wo wir sagen, die müssen unter Widerstandsläufen sich im Sprint, in der Dynamik verbessern. Und dann haben wir die Gruppe, die im Sprung besser werden muss, um Sprungkraft besser zu entwickeln, um daraus zu resultieren, dass wir auch sprintfähiger sind. Also, und dann haben wir noch eine Gruppe oder beziehungsweise zwei Gruppen, die im Kraftraum unterschiedlichen Zyklus arbeiten müssen. Ich habe das genauso wie Sie, ich habe mir auch zwei Spiele live angeguckt, also im Fernsehen von Red Bull. Der Erfolg ist da ganz klar definierbar. Ja. Nicht nur Fitness, klar den Plan, aber die nerven die Gegenspieler. Ja. Die nerven die und deswegen haben die dann auch am letzten Spiel in Wolfsburg gewonnen. Ja. Ich habe das Spiel gegen Dortmund komplett gesehen. Ja. Und sie machen das so lange, bis sie auf der Siegerstraße sind. Das ist erstmal, das eine ist die Fitness. Ja. Sie haben das ganze Programm, haben natürlich unfassbare Möglichkeiten. Nicht nur die Trainingsbedingungen, die da gebaut sind. Deswegen sage ich auch immer, Infrastruktur ist so wichtig. Aber sie nutzen auch ihre Möglichkeiten, auch Ernährung. Ja. Auch da war ja diese Woche ein interessanter Bericht in der Zeitung, wo darauf sie Wert legen. Das ist auch so, wenn du diese Voraussetzung den Spielern gibst und Spieler dann so naiv wären, würde das nicht annehmen, wäre ja Schwachsinn. Und dann kommt noch hinzu, dass das A, viele junge Spieler sind. Das ist ja auch eine Strategie, ist ja auch klar. Und dieser junge Spieler muss natürlich, die bieten alles, ja. Sie schaffen dafür, dass sie Fitness, aber trotzdem musst du am Ende des Tages diesen Willen haben, das sage ich auch immer, diese Fitness auch umsetzen zu wollen, weil dieser innere Schweinehund kommt irgendwann im Spiel, aber du hast eigentlich die Voraussetzung, die Frage ist, wie bekämpfst du ihn? Und das machen die einfach, diese Gier, ja. Das spreche ich auch immer von, und was ja auch immer mehr zum Vorschein kommt, ne? Gott sei Dank wieder, ne? Diese permanente Leidenschaft, ja, was Außergewöhnliches zu erreichen, das versuchen wir auch mit den Erkenntnissen, mit der Wissenschaft, das zu kombinieren. Und da sind wir, das spreche ich auch offen an, auf einem guten Weg, aber nach wie vor haben wir da Reserven. Da habe ich gesagt, gib uns da bitte ein halbes Jahr Zeit, weil viele natürlich auch nicht unter diesem permanenten Stress trainiert haben. Wir machen ja auch, oder wir versuchen das zumindest auch so zu vermitteln, auch Stress im Training zu machen. Ne? Deswegen ist die Intensität sehr hoch und müssen wir auch immer aufpassen. Und deswegen tausche ich mich da mit dem René, Dr. René Kittel sehr eng aus und auch per E-Mail und schicke die Werte und er wertet die Werte aus. Da sind wir nicht nur dankbar, da bin ich sogar so stolz drauf, dass er, aber der war schon vor mir da, vielleicht wurde das nicht so genutzt, um das vorsichtig auszudrücken. Also bei uns ist der richtig drin, auch in der Kabine. Das ist ja auch wichtig, weil sonst bist du kein Teil. Du kannst nur ein Teil sein und kannst dich auch da hineinversetzen, wenn du richtig mit bist. Und auch das nutzen wir. Mit unserem Athletiktrainer. Wir haben einen Sportpsychologen dabei. Um das auch mal zu erklären. 8 Leute, wird ja dann immer gesagt, wie kann man so ein großes Funktionsteam haben. Also wir müssen ja, wir machen ja auch Fördertraining, wir machen Nachwuchstraining. Nachwuchstraining, aber Fördertraining machen wir so. Und wenn sie dann in der ersten Mannschaft sind, die Abläufe, ja. Weil das Individuelle muss der Nachwuchs machen. Wir fördern das, was wir hier oben machen, ja. Damit der Übergang einfacher ist. Und da kann man auch sagen, ohne dass ich die Namen nennen darf, werden von diesen 8 aus dem Funktionsteam, die bei mir sind, werden aber 3 fremdfinanziert. Ja. Aber fremdfinanziert zweckgebunden nur wegen dieser Sache. Die würden nicht, diese Sponsoren würden das nicht machen für andere Sachen. Ja. Weil das wird dann auch immer, warum das dann nie kommuniziert wird, von anderen Seiten, weiß ich nicht, deswegen kommuniziere ich das jetzt, ja. Es sind 8, aber werden 3 fremdfinanziert und dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich glaube, jeder weiß, wann wir morgens auf der Anlage sind und abends die Anlage hier verlassen. Und wir 8 machen auch noch Gegnerbeobachtung, Videoanalysen und wir machen auch noch Spielersichtigung. Ja. Wir haben zum Beispiel, bauen wir mittlerweile eine Schattenmannschaft auf, ja. Also das machen wir auch. Und jeder hat da seinen Dings. Und das Funktionsteam, muss ich ehrlich sagen, da können Sie jeden fragen, ob André Roberg, Olli Krautz und so, das macht richtig Spaß. Da ist ein Team, was sich vertraut und gegenseitig unterstützt. Und das ist die Basis, die Energie Cottbus hoffentlich in den nächsten Jahren als Kontinuität versteht und fortsetzt. Das kann dann erfolgsbringend sein. Vor allen Dingen untereinander dieses Vertrauen.
noch ein letztes Wort zu Fabio Viteriti. Ist ja für ihn dann sicherlich auch am Sonntag ein besonderes Spiel. Was glauben Sie, geht er damit um? Müssen Sie ihn da eher bremsen, wenn es gegen den alten Verein geht, um nicht übermotiviert zu sein? Nee, ist ja nicht nur Fabio, ist ja Kevin Weidlich eigentlich auch. Ne? Kevin Weidlich hat vor 2 Jahren mit denen die Relegation gespielt, Aufstieg gegen Mainz. Hat ja auch eine positive Vergangenheit da und auch eine erfolgreiche. Nee, brauche ich nicht. Viteriti, aber auch Weidlich, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Trainiert konstant. Er merkt das jetzt auch selber, dass er dadurch natürlich viel mehr Qualitäten, aber er sagt auch, dass er unter solchen Bedingungen auch noch nie trainieren durfte. Und wir haben ihm jetzt halt auch die Zeit gegeben oder geben ihm die Zeit. Die werden immer stabiler. Viteriti ist, Stand jetzt ist das ein Topspieler. Aber Weidlich, das sage ich auch, sage ich aber auch ihn und sage ich auch vor der Mannschaft, so wie letzte Woche in Selo, er muss auch ein Topspieler sein und er muss auch ein Unterschiedsspieler sein. Und wenn er diese letzte Dings hat, wird er das auch. Also sind wir sehr mit zufrieden, aber wir sind auch mit jetzt langsam mit Joscha Putze zufrieden. Wird immer besser, auch im Training, wird stabiler, verarbeitet langsam auch seine Verletzung, wird robuster. Lässt sich nicht durch einen Fehler, zieht sich nicht selber so runter, hat da sicher noch Luft, also ist aber auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allem sehr willensstark auch im Training und das ist die Basis. Nur darüber kannst du dich weiterentwickeln. Aber jetzt auch, wenn es sich wieder wie ein Running Gag anmutet, die Frage nach dem Spielermarkt, tut sich da irgendwas oder für Rute sehen? Nein, beobachten wir, aber ich möchte das jetzt im Moment nicht. Sie dürfen das immer fragen, finde ich auch gut so, aber ich möchte das im Moment nicht öffentlich thematisieren. Wir müssen jetzt nicht, wir wollen unbedingt mit der Mannschaft den Anschluss verkürzen. Deswegen brauchen wir Siege und da braucht die Mannschaft auch das Vertrauen ohne das andere. Aber das muss man ganz klar sagen, es werden, wenn wir es hinkriegen mit 18 Spielern, wo viele Spieler, auch das betone ich nochmal, im Abiturstress sind, auch wenn sie jetzt Ferien haben, das merkt man auch, ist für sie einfacher, für uns auch, ganz klar. 18 Feldspieler, das ist dünn. Ne? Da darf eigentlich nichts passieren. Und bisher sind wir haben jetzt 13 Meisterschaft, Entschuldigung, und 3 Pokal. Jetzt ein Verletzter mit Muskulatur, vorher gar nicht. Dann hatten wir mit Putze, Syndesmus, ansonsten sind wir bisher durchgekommen, aber natürlich werden wir alles dran setzen, dass das so bleibt und auch noch verbessern. Aber im Fußball kann immer schnell was passieren und dann kann es eng werden. Ja. Herr Wollitz, so ungefähr vor 8 oder 9 Jahren, Sie können mich korrigieren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat Energie in der Bundesliga ziemlich abgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr, ob es letzte oder vorletzte waren, Bayern München empfangen. Tabellenführer meist wie immer. Und am Ende des Spiels stand ein 2:0-Sieg des völligen Außenseiters da. Ist das für Sie in irgendeiner Phase, auch für das Sonntagsspiel, irgendwie messbar oder vorstellbar? Ja, das ist... beschäftige mich nicht mehr. Aber dass im Fußball immer was passieren kann, das zeigen ja auch immer die Pokalergebnisse. Wir sind ja selber in der ersten Runde, haben uns da sehr zurückhaltend aufgehalten in Lübben und sind mit einem Elfmeter dann eine Runde weitergekommen. Ich glaube, dass wir jetzt schon genug Warnschüsse bekommen haben. Schönberg ist ein Beispiel. Auch das Pokalspiel ist ein Beispiel, danach haben wir es aber zweimal gut gemacht. Wir haben es in Auerbach bei wirklich, Herr Noack war da, es hat gegossen aus Kübeln, das war jetzt total diesig, haben wir das total extrem positiv angenommen. Wir haben das letzte Woche in Selo total positiv angenommen. Also wenn wir uns da jetzt selber noch im Weg stehen, ja, dann brauchen wir uns über weitere Ziele jetzt kurzfristig, mittelfristig auch erstmal nicht unterhalten. Ne? Weil da müssten wir diesen Schlendrian rauskriegen. Mein Fußball kann immer was passieren, aber ich glaube, dass die Chance ist geringer geworden,
als vor 10 Jahren, obwohl ich da großen Respekt vor habe, wenn Energie Cottbus Bayern München schlägt, nach wie vor. Ich habe nämlich gestern Abend lange mit Igor Mitreski zusammengesessen, der zu Besuch hier war in Cottbus. Und da haben wir auch drüber gesprochen, auch über das eine Jahr zweite Liga. Und dann schwebt man natürlich in Nostalgie und reflektiert auch nochmal Trainingseindrücke. Und er hat dann auch nochmal, wie er dann mit Spartak Moskau russischer Meister geworden, total interessant. Aber die Dings sind geringer geworden, die Überraschung. Das merken wir ja Woche für Woche, nicht nur in unseren Ligen. Auch umso höher es geht, das wird geringer. Es sei denn, die dritte Liga und die zweite Liga, die im Moment sehr, sehr ausgeglichen wirkt. Ja. Wenn man guckt, ich glaube, der Paderborn ist der Tabellen 14. oder 15. Und der dritte hat, glaube ich, 19 oder 20 Punkte, ne, wo wir drüber reden. Ne. Also in welcher Enge das sich begibt. In der zweiten Liga wird das jetzt gerade, gibt es den ersten Teil, die ersten 8. Und dann gibt es den unteren Teil, da ist es noch, aber in der Regionalliga ist schon so, ich meine, sonst Jena, also ist eine gute Mannschaft, das haben wir ja gesagt, ja, Respekt, aber ist ja keine Mannschaft, die mal, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, 32 Siege einringen kann. Das ist dann möglich, wenn du es immer ernst nimmst und, oder das, was ich damit sagen will, dass die Überraschungen immer weniger werden in solchen Ligen, also in der vierten Liga. Deswegen fand ich eigentlich diesen Einwurf vom Kollegen von Herrn Noack und Ihren Kollegen mit einer vierten Liga, die ist eigentlich gar nicht. Da bin ich noch nicht drauf gekommen, aber wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, schlauer Mensch, ja, das muss eigentlich auch passieren, weil das ist dieses Gefälle ist einfach zu groß. Ja. Dieses Gefälle ist einfach zu groß. Umso beachtlicher, umso unfassbar finde ich das, wie der Präsident, also zumindest, ich lese das nur, ja, mit der Situation in Neustrelitz umgeht, gegenüber den Trainerkollegen, gegenüber den Spielern, der sagt einfach, Wir können das nicht mehr mitmachen, mit dem Geld auch, ja. Und wir wollen uns da nicht mehr jagen lassen, sondern wir müssen uns konsolidieren, weil diese Gefahren, die es dann gibt, ne, nicht nur Verein, aber auch persönliche Haftung und so, die angeblich ja in dieser Liga, ja, was ja auch schon oft genug gesagt worden ist, muss ja gang und gäbe sein und er geht das einfach nicht mehr mit und stärkt aber dabei den Trainer den Rücken und den Menschen auch dabei, und das finde ich einfach toll, fantastisch, aber trotzdem haben wir keine Geschenke am Sonntag. Also ich auf jeden Fall nicht, gehe davon aus, unsere Spieler auch nicht. Und trotzdem müssen wir alles tun, um zu gewinnen. Nochmal zur Rückfrage, es ist natürlich erfreulich zu hören, dass Sie sich so gut mit Igor Mitreski unterhalten haben. Erinnere ich mich da falsch? Ihm hatten Sie doch damals auch den Wechsel von Energie weg nahegelegt. Aber trotzdem kann man ja, kann man sich ja verstehen. Also das eine ist ja dann ein sportlicher Dings, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass er war mehr. Und da muss man das zeigen. Und er hat nicht zu Brenzka gepasst. Und Brenzka wurde verpflichtet mit Ablösesumme und war gerade, da sage ich auch nichts Falsches, Herr Noack, das wissen Sie auch, gerade für die jungen Spieler total wichtig hier, für diesen Neuaufbau. Und da war Igor halt, hat seinen eigenen Weg gemacht. Ja. Kurz vor Dingscom, 9:30, 2 Minuten vor 9:30 war er da, wenn um 10:45 das Training zu Ende war, um 11:20 wieder Richtung Berlin, und das war der einzige mit Gerrit Tremmel, die noch in Berlin gewohnt haben, und das wollten wir einfach verändern. Ansonsten hatte ich mit ihm keine Probleme, weil es schon ein ordentlicher Spieler war. Schönes Schlusswort, dann bedanke ich mich, drücken Sie Daumen, bis Sonntag, tschüss.